Wirtschaftskammer Grieskirchen startet in einen abwechslungsreichen Herbst. Unter diesem Motto lud die WKO am 31. August zur Pressekonferenz ein. Die aktuellen Themen, bevorstehende Projekte und natürlich, wie sehr die Corona-Krise den Standort Grieskirchen getroffen hat, waren die Themen. Natürlich jetzt in den letzten vergangenen Monaten hat jeder jetzt schauen müssen in seinem Betrieb, wie er sich neu ausrichtet, wie er sich neu darauf einstellt, in die Situation anpasst. Wie gesagt, die Leute selbst waren froh, dass wir da raus haben dürfen. Die Leute geben das Geld gern aus, sie investieren. Und so gesehen ist ja Kaufkraft vorhanden. Aber jeder Betrieb muss jetzt schauen, dass er halt Produkte anbietet, Dienstleistungen anbietet, dass die Leute auch sagen, jetzt gehe ich genau in den Betrieb oder in das Geschäft und investiere. Der Bezirk Grieskirchen ist ein starker Wirtschaftsstandort, der aber, so wie das ganze Land, vor großen Herausforderungen steht. Der Slogan auf zur Lehre fertig los gilt auch in diesen schwierigen Zeiten nach wie vor. Wir merken eine ganz starke Verunsicherung, aber bei den Menschen draußen, speziell bei den Eltern, bei den Jugendlichen, weil man immer wieder bundesweit natürlich in den Medien hört, ja, die Betriebe, die Lehrbetriebe nehmen keine Lehrlinge auf, was aber bei uns in der Region genau umgekehrt ist. Über 170 Lehrbetriebe oder lehrstellensuchende Betriebe einfach nur ca. 50 Lehrlinge zur Verfügung haben und somit kriegt nicht jeder Betrieb, der Lehrstelle anbietet, auch einen Lehrling. Doch nicht nur der Fachkräftemangel macht den Betrieben Sorgen. Die WKO als Interessensvertreter regionaler Wirtschaftsinitiativen hat sich ein Förderungsprogramm mit dem Ziel, einen Anreiz für Unternehmensinvestitionen zu schaffen, überlegt. Es gibt 7% für alle unter Anführungszeichen normalen Investitionen und 14% und nämlich Zuschuss und nicht rückzahlbar. Das heißt, es ist besonders wirkungsvoll für all jene, die jetzt zum Beispiel Photovoltaik, erneuerbare Energie und. Und damit werden sicher einige inspiriert werden und werden sagen, ja, jetzt mache ich die Investition und damit beleben wir wieder den Markt. Eine gute Investition mit guter Unterstützung. Ja, ganz wichtig ist, dass man rechtzeitig die ersten Schritte setzt. Das heißt, bis 28. Februar müssen bereits Bestellungen vorliegen. Es müssen vielleicht sogar schon die Arbeiten begonnen werden. Es ist zu wenig, wenn man nur Finanzierungsgespräche geführt hat. Das heißt, da müssen all jene aufpassen, die vielleicht ganz knapp sich entscheiden. Wichtig, dass man sich die Regeln genau anschaut, um nicht dann durchzurutschen und enttäuscht zu sein.